So, Freunde, heute Abend endlich wieder Bundesliga und ich habe so Bock, mich nachher auf die Couch zu flitzen und mir das Spiel reinzuziehen. Ich bin unnormal heiß und damit ihr perfekt vorbereitet seid, gibt es wie immer am Freitag heute die letzten Tipps, die letzten Hinweise in unserem VA-Check und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Ich bin Max, schön, dass ihr mit am Start seid. Lasst wie immer gerne ein Like da, wenn euch das Ganze gefällt, ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und damit ist genug gequatscht und wir gehen rein ins Video. Und wir starten wie immer bei den Bayern und da ist Masraoui beim Afrika Cup, Kim beim Asien Cup, deswegen Leimer und De Ligt, Upamecano, Davis sollte klar sein, Kimmich, Goretzka auf der 6 und dann die Frage, Musiala auf dem Flügel oder auf der 10, damit entscheidet sich so ein bisschen der Einsatz von Thomas Müller, ich gehe ja auch davon aus, dass Coman von Beginn an spielt, müssen wir aber gar nicht so viel drüber diskutieren, es ist ja heute Abend das Freitagsspiel, also wir können die Aufstellung einsehen. Dann gehen wir weiter zu den Dortmundern und da waren zuletzt Chan, Morey und wer war es noch, Marius Wolf, waren wieder im Training, trotzdem glaube ich, dass Meunier auf der rechten Seite startet, Schlotterbeck auf links, Ian Maatsen hatte noch Einsätze bei Chelsea vor Weihnachten, trotzdem wäre es eine krasse Überraschung, wenn der gleich mal in der Startelf stehen würde, bei Edin Terzic, Can und Sabitzer auf der 6, Brandt auf der 10, wenn Marco Reus nicht spielt, ansonsten könnte Brandt eben auf den Flügel rutschen und vorne ist Niklas Füllkrug noch leicht angeschlagen, wenn das nicht packen sollte, dann wird es Youssoufa Moukoko, aber ich möchte schon mal so ein bisschen mich für Füllkrug aussprechen, denn auf der Pressekonferenz hat Edin Terzic überhaupt nichts über Füllkrug gesagt und daraus deuten wir einfach mal, dass er spielen kann, dass er fit ist. Ansonsten hätte Terzic ihn ja zu den Ausfällen gezählt. Ein Ding noch zu Jadon Sancho, da wollte man heute mal die Trainingseinheit abwarten. Für wie viele Minuten da Sprit im Tank ist. Der soll schnellstmöglich integriert werden. Das gleiche gilt eben für Ian Maatsen. Und Giovanni Reyna hat die besten Fitnesswerte, die er jemals hatte beim Trainingsauftakt bei Borussia Dortmund. Auch das vielleicht ein Call, kostet mittlerweile 5,6 Millionen. Und auch Sancho ist in der App bei Kickbase. 19,7 ist ein krasser Schnapper, finde ich. Also man merkt, ihr seid vorsichtig. Ich würde aber trotzdem einfach mal reingehen. Dann machen wir weiter mit RB Leipzig. Da sind nahezu alle am Start. Viererkette steht mit Klostermann, Simakar, Willi Orban. Der soll erst nächste Woche ins Training einsteigen. Also der ist noch keine Option für das Spiel gegen Frankfurt. Baumgartner, Xavi auf den Halbpositionen. Xaver auf der 6 neben Kampel, weil auch Haidara beim Afrika Cup ist. Oder eben Nicolas Seiwald. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Seiwald spielt. Ist nur mein Gefühl. Und vorne dann im Normalfall eben Openda und Paulsen. Wenn Rose nicht mit einer Dreierkette spielt, dann würde Openda noch mit reinrutschen. Dann Union, da ist Khedira verletzt, deswegen Kral auf der 6, Duell zwischen Schäfer und Aaronson auf der 8. Viererkette sollte stehen mit Juranovic, Knoche, Diogo Leic und Roussillon. Döki noch nicht zu 100% fit und Vogt, auch das ähnlich wie bei Maatsen, das wäre schon ein bisschen vorschnell, wenn der jetzt direkt in die Startelf rutschen würde. Gosens bereit für einen Kurzeinsatz, da wird es nicht für die Startelf reichen und vorne dann eben Volland, Behrens und Hollerbach. Laiduni ist eben auch beim Afrika Cup und für Becker sieht es aktuell einfach nicht so besonders berauschend aus unter Nenad Bjelica. Dann Freiburg, da ist Philipp Lienhardt angeschlagen, deswegen rechnen wir mit Manuel Gulde in der Innenverteidigung. Und dann die Frage Makengo oder Kübler, da sprechen wir uns eher für Makengo aus, weil der wirklich ordentlich gespielt hat vor dem Winterbreak. Und dann ist Chico Höfler gelb gesperrt, deswegen rutscht Röhl sozusagen auf die 6, Salah in den Sturm und im Normalfall eben Weishaupt auf die rechte Schiene. Es gibt eben die Möglichkeit, dass Salah über die rechte Schiene kommt, Höhler dann in den Sturm, aber sowohl Weishaupt als auch Schalloy waren echt gut vor dem Winterbreak. Deswegen gehen wir mit den beiden. Christian Günther übrigens im Aufbautraining, also der wird früher oder später dann zurückkehren. Zu Leverkusen, eigentlich alles gesagt. Schick für Boniface, Hinkapi und Stanisic für Kosunu und Tabsoba, auch Adli beim Afrika Cup. Und jetzt die Frage, was passiert mit Jonathan Tah? Denn der steht bei 4 gelben Karten. Und jetzt ist die Frage, möchte Xabi Alonso eben die 5. riskieren gegen Augsburg? Dann wäre er gegen Leipzig gesperrt nicht dabei. Deswegen gibt es da eben die Möglichkeit, mit Robert Andrich zu gehen. Tah würde dann auf die Bank rücken. Alonso wollte sich nicht in die Karten blicken lassen auf der Pressekonferenz. Für mich ist es eine klassische 50-50-Entscheidung. Frankfurt mit Tuta, Koch, Pacho und Max. Der hat die Nase vor Nkunku. Im Mittelfeld kommt einer dazu. Larsson, Van de Beek, der Neuzugang. Und Mario Götze für den abwesenden Elias Skiri. Und vorne eben Dina Mbimbe, Knauf, Mamouche weg. Und dafür Sasa Kalajdzic. Der wird mit Sicherheit spielen gegen Leipzig. Ich glaube auch, dass es Dina Mbimbe wird und nicht Buta. Und ich bin sehr gespannt, wie sich die Neuzugänge
da einfinden. Die Wölfe mit Mele, Bono und Jens, weil Lacroix ja gesperrt ist. Links rechnen wir mit Rogerio und mit Wrangs vor Swanberg im Mittelfeld. Das hatte Kovac anklingen lassen auf der Pressekonferenz. Und vorne scheinen sich Czerny und Kaminski in den Vordergrund gespielt zu haben vor Thiago Tomasz. Und Wind dann eben vorne drin. Bei den Mainzern eigentlich im Augenblick alles in Stein gemeißelt. Fernandes, Vandenberg und Cassie in der Innenverteidigung, so lange bis Hanke Olsen fehlt. Widmer und Mbeumo über die Außen, über die Schienen. Kraus Barrero im Mittelfeld würde bedeuten, dass Chor auf der Bank sitzt und dann vorne drin eben Gruda, Burkhardt und Onisivo würde bedeuten, Ajok nur auf der Bank. Gladbach mit Skelly, Friedrich der Wöber ersetzt, weil auch der ist gesperrt. Und Netz in der Viererkette, Weigel, Reitz und Manu Kone. Wir haben es ja gehört, Florian Neuhaus möchte die Borussia anscheinend verlassen, finde ich sehr interessant. Und vorne fehlt dann weiterhin Jordan, der hat sich noch nicht so 100% eingrooven können in der Winterpause. Auch Cvancharà keine Option und deswegen rechnen wir mit Hack und dann würde sich das Ganze so um 4-3-3 wiederfinden mit Honorar über rechts und Hack über die linke Seite. So, Köln, neuer Trainer, neues Glück. Carsten sind rechts, Finkgräfer auf der linken Seite, der das gegen Union, ich glaube Union müsste das letzte Spiel gewesen sein, super gemacht hat, wie ich finde, die letzten beiden Partien in der Startelf gestanden. Und dann eben das System, was man unter Baumgart schon oft gesehen hat, mit einer 6, drei Mittelfeldspielern und vorne den beiden Stürmern, Thielmann und Kainz, Waldschmidt und Selke. Das hat in der Vorbereitung sehr, sehr gut funktioniert. Und dann die Frage, wer übernimmt den zentralen Part, Hussein Basic oder Olesen? Da sehen wir Hussein Basic mit der berühmt-berüchtigten Nase vorn. Hoffenheim, heute Abend müssen wir nicht viel zu sagen. Kabak, Brooks und jetzt ist die Frage, wer ersetzt Kevin Vogt in der Innenverteidigung? Akpoguma, Grilic oder eben ein Salai, wir werden es heute Abend sehen. Ich würde mir mal alles zulegen, was da aktuell rumläuft, könnte sehr, sehr interessant werden. Auch ein Salai oder wie gesagt auch ein Grilic. Sko im Normalfall über links und dann die Frage ist, Weghorst fit, ja oder nein? Also er hat sich ja fit gemeldet, reicht es aus für einen Startelf-Einsatz? Auch das können wir dann heute Abend gegen die Bayern sehen. Bei Bremen, Dreierkette steht, Friedel, Jung und Stark, Weiser über rechts. Agu hat sich im internen Duell, so scheint es, gegen Olivier Demann durchgesetzt über die linke Seite. Und vorne dann eben Njinma, Duksch und Boré, also eine leichte Systemänderung bei Ole Werner eben mit so zwei Halbpositionen und vorne dann eben der einzige Stoßstürmer mit Boré, wenn er denn noch da ist. Ja, ansonsten vielleicht Romano Schmid, der einen zurückgehen würde und Duksch dann eben in die Sturmspitze. Bei Bochum kommt Ivan Ordetz zurück, es reicht aber noch nicht gegen Bremen. Gamboa über rechts, Masovic, Schlotterbeck und Bernardo. Und ansonsten ist das alles relativ in Stein gemeißelt, müssen wir nicht so viel zu sagen. Augsburg mit Gumni als Linksverteidiger hat man gesehen in der Vorbereitung. Rekspejai, Dorsch und Demirovic auf der 10, Jensen, Engels und Tietz. Ich weiß nicht, was jetzt Torup mit den zentralen Mittelfeldspielern über die Außen hat, aber gut, Engels hat das jetzt schon ein paar Mal gemacht, ist vielleicht die defensivere Variante und das sollte gegen Leverkusen ja auch recht angebracht sein. Stuttgart gibt es eben das Duell Stenzel gegen Wagnumann. Da sehen wir aktuell aber Stenzel vor. Auch darüber habe ich schon gesprochen in den letzten Tagen. Leveling sollte Silas ersetzen, der beim Afrika Cup ist. Und vorne natürlich Undav für Serou Guirassy. Ansonsten bleibt da alles beim Alten. Das gleiche gilt für Heidenheim. Dieselbe Elf, die das bisher überragend gemacht hat in dieser Spielzeit. Auch da müssen wir keine Zeit verschwenden. Ja, und bei Darmstadt ist wie immer Riesenchaos. Verletzte, Gesperrte, wie auch immer. Pfeiffer, Skarke vorne, Kempe 10, Riedel und Karic über die Schienen, Ijavut hinten drin mit Jasula und Clara. Das vielleicht noch die einzigen, die ich aufstellen würde gegen Dortmund. Ich glaube, das wird eine ganz schwere Kiste und da wird nicht viel zu holen sein. Für den SV Darmstadt. Die Tipps fürs Wochenende bin ich euch natürlich auch noch schuldig. Wir fangen mal an mit der Redaktion, schauen auf die Topspiele. Bayern 4-0 gegen Hoffenheim, Leverkusen 3-0 gegen Augsburg, Union Freiburg 1-1, finde ich auch sehr interessant. Leipzig gewinnt 2-1 gegen Frankfurt zu Hause, Dortmund 0-2 gegen Darmstadt. Und Stuttgart gewinnt mit 3-1 gegen Gladbach. Der NASA-PC sagt, Bayern gewinnt 3-1 gegen Hoffenheim, Leverkusen gewinnt 2-1 gegen Augsburg, also etwas knapper. Freiburg gegen Union 1-0 Freiburg, auch hier gewinnt Leipzig 2-1 gegen Frankfurt, auch hier gewinnt Dortmund 0-2 gegen Darmstadt und auch hier gewinnt Stuttgart 1-3 gegen Gladbach, also da sind sich beide relativ einig. Bei mir sind die Tipps ein bisschen extravaganter, sagen wir es mal so. Ich habe unentschieden getippt, sowohl bei Bayern als auch gegen Leverkusen. Ich glaube, dass beide ein bisschen straucheln zum Wiederbeginn. Dann gewinnt Köln gegen Heidenheim, das war mir ganz, ganz wichtig. Der FC muss da 3 Punkte einfahren zu Hause. Freiburg gewinnt gegen Union. Leipzig gewinnt klar gegen Frankfurt mit 3-1. Dortmund
Dortmund gewinnt noch klarer gegen Darmstadt 4-0 und Stuttgart gewinnt in einer engen Partie 3-2 hinten raus gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Das die Tipps, bin sehr gespannt, was am Ende dann davon eintrifft. Und damit entlasse ich euch ins Bundesliga-Wochenende, wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg am ersten Spieltag nach dem Winterbreak, auf das ihr irgendwie 2000 Punkte knackt, das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Wir sehen uns dann wieder am Montag in alter Frische, bis dahin, macht's gut, tschüss.